ihr seid hier bei Amis Rezensionen und heute gibt es eine Rezension zu Die außergewöhnlichen Geheimnisse von April, May und June. Ja, ihr habt bestimmt noch nie von diesem Buch gehört. Das liegt daran, dass es relativ neu ist und außerdem relativ unbekannt. Ich kann das Buch aber total empfehlen, jedem, der lustige Geschichten gerne liest und der gerne Urban Fantasy liest, die aber sich auf die Liebesgeschichte und auf die Menschen fokussiert und nicht so sehr auf die Fantasy-Aspekte. Denn bei April, May und June handelt es sich um drei Schwestern, die gar nicht so weit auseinander liegen vom Alter her und die mit ihrer Mutter zusammenleben. Die Eltern sind geschieden. Und April, May und June entdecken eines Tages, dass sie magische Fähigkeiten haben. April kann die Zukunft sehen, May kann sich unsichtbar machen und June kann die Gedanken von anderen Leuten lesen. Daraus entwickeln sich unheimlich lustige Situationen. Ich mochte das ganze Buch total, weil erstmal mag man die Charaktere super, super gerne. Irgendwie ist es das typische Schema hier, also April, die vernünftige älteste Schwester, die sich auf ihre Schule konzentriert und ja, sehr ehrgeizig ist. Und dann haben wir da May als Sandwich-Kind, die sich sehr zurückzieht in sich selbst und so ein wenig, ja, so eine Außenseiterposition innehat, sowohl in der Schule als auch zu Hause. Und dann ist da noch June, die Jüngste, die sehr extrovertiert ist und immer Party machen will und ja, der Beliebtheit einfach sehr, sehr wichtig ist. Es gibt viele von diesen Arten von Charakteren, aber selten habe ich erlebt, dass man alle drei so gerne mag, obwohl sie ihre Fehler haben. Also man liebt sie einfach und ich mochte die Dialoge. Die Dialoge sind so, 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 so lustig und dann ist es auch noch so, dass die Liebesgeschichten von April und May, June hat keine, dass die einfach man liest sie einfach total gerne und man freut sich einfach total und es ist wirklich, wirklich toll gemacht. Es ist ein sehr kurzes Buch, es liest sich sehr schnell weg. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie was ist, was euch jahrelang noch im Gedächtnis bleiben wird oder so, aber es ist einfach ein Buch, was sich für zum Zwischendurchlesen super gut eignet und was ihr deshalb dringend lesen solltet. Es liegt mir wirklich am Herzen. Ich glaube, es hat 4 Sterne von mir bekommen, aber es ist wirklich so ein Buch, da liegt es einfach daran, dass es halt relativ kurz ist. Ich habe selber 2 Schwestern, ich bin Sandwich-Kind und ich finde einfach, dass die Beziehung unter den Schwestern total gut dargestellt ist. Ich finde, in viel zu vielen Fällen ist es so, dass das verherrlicht wird oder eben sehr negativ dargestellt wird. Also entweder sie streiten sich nur oder es ist so dieses, oh, meine kleine Schwester oder meine große Schwester bedeutet mir alles. Wir machen alles zusammen. Wir würden uns niemals streiten. Und hier ist es halt wirklich sehr, ja, sehr realistisch dargestellt. Sie streiten sich halt total oft und werfen sich Sachen an den Kopf, denen man sich normalerweise vielleicht nicht so an den Kopf werfen sollte. Aber das ist nun mal so. Man ärgert sich gegenseitig und man hat sich aber trotzdem mega lieb und würde alles für den anderen tun. Und deshalb fand ich das Buch so, so toll, diese ganze Familiensituation. Und dann diese Waage von Familiensituation, von Liebesgeschichte, von Fantasy-Aspekten hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Also Fantasy ist hier wirklich nicht so viel drin. Deshalb für Leute, die gerne Contemporary lesen, ist es bestimmt auch ganz cool. Und ja, also hat mir echt gut gefallen und kann ich deshalb empfehlen. Ja, das war's auch schon. Das war irgendwie eine Short-Rezi. Schade, dass es keinen zweiten Teil von dem Buch gibt. Dafür muss ich aber unbedingt mal die anderen Bücher von der Autorin lesen. Die klingen nämlich eigentlich auch echt cool.